So, in dieser Folge werden wir einen Oger töten. Oder es zumindest versuchen. Und diese doofe Fackel ist in der falschen Hand. So. Feuerball vorbereiten. Feuerbrunst, so wie das heißt. Und wir bräuchten eigentlich noch einen Mana-Trank. Oder mehrere. So. Und zwar für ihn hier. Den Metall lassen wir am besten gleich offen. Auch wenn mich das echt stört, man kann so nicht ordentlich gucken. So, lieber Oger, netter Oger, wir haben dich doch eben schon so im Schatten gesehen. Dober Oger. Genau, du. Du läufst in die andere Richtung. Können wir ihn vielleicht so irgendwo umbringen, dass er in eine Grube läuft oder so? Hätte doch was. Ach ja, wir wollten ja eigentlich diese Eisbombe probieren. Wie lange das hält. Zwei Schaden. Also eingeeist kriegt er keinen Schaden, oder wie? Ah. Du brauchst jetzt einen Mana-Trank. Und du musst, während du dem Oger ausweichst, einen neuen Mana-Trank brauchen. So, Blitz. Feuer. Schlag, Schlag. Bisher läuft es ganz gut. Es ist zwar relativ langweilig, aber es läuft gut. Und wir tänzeln einfach nur im Kreis um ihn rum und hoffen, dass er immer, dass wir keinen Fehler machen und dann aus Versehen getroffen werden, so wie eben gerade fast. Oder jetzt gerade. 136. Autsch. Was zur Hölle? Warum kann er plötzlich so schnell zuschlagen? Aber wenigstens hat Gordon das Ganze überlebt. Also ja, die weicht zwar öfters aus, aber wenn er mal getroffen ist, ist er gleich Matsch. So, Blitz. Blitz, Feuer. Brauchen gleich wieder Mana. Feuer. Blitz. So, Mana-Trank. Einmal Mana-Trank für dich. Einmal Mana-Trank für den anderen. Wo auch immer du gerade hingeschlagen hast, komischer Ober. Genau, lauf gegen Rand und wir hauen dir in die... Au! Und ich wollte gerade sagen, und wir hauen dir in die Seite, aber du machst einfach einen Schlag zur Seite. Oder kam mir das nur so vor? Das sah gerade so aus, als wenn er seitlich zu uns steht und uns trotzdem schlagen kann. Hm. Hey, er ist tot. Sehr, sehr schön. Ein Sack mit, Essen drin und einem Schlüssel. Und ein wahrscheinlich sehr, sehr schwerer Hammer. Den kriegt der Minotaure. Brauch Keulen 9. Angriffskraft 36. Zielsicherheit minus 20. Ja. Die trägt er trotzdem. Das könnte für irgendwas wichtig sein. Weil es auf jeden Fall ein Unikat ist. So, da tun wir jetzt mal irgendwas rein, was wir über haben. Wir haben eigentlich nichts über. Na gut, einen der heiligen Steine. Jetzt müsste es hier eigentlich sicher sein. Ja, eigentlich. Das ist der Knackpunkt. Und ich suche jetzt mal ganz vorsichtig. Also hier steht wieder, du bist jetzt unser Gefangener, genau wie der unten. Oder der unter uns. Und ich suche jetzt mal ganz in Ruhe einen blauen Kristall. Das haben wir hier. Ein Walkabout. Es ist eine Art Rundgang, glaube ich. Hm. Nirgendwo ein bläulicher Schimmer von einem Kristall. Das ist doof. Und es ist definitiv ein Rundgang. Und zwar ein verworrener Rundgang. Oh, das ist garantiert ein Rätsel. Also in der richtigen Figur hier durchzulaufen, löst bestimmt irgendwas aus. Da hat es gerade Klick gemacht. Was hat das Klick jetzt gemacht? Irgendwo ist aufgegangen? Hm. Gehe ich nochmal einfach außen rum gegen den Uhrzeigersinn? Da macht's Klick.
Und es macht anscheinend auch nur Klick, wenn wir hier einmal durchgegangen sind. Na gut, dann mache ich jetzt mal eine andere Figur. Ich gehe jetzt mal darum, darum, darum und dann da lang. Also hier rum. Also wir sind jetzt darum, darum, so rum. Jetzt gehe ich hier rum. Und dann wieder zu diesem komischen Klickteil. Ja, hat wieder Klick gemacht. Vielleicht muss man das Ganze andersrum machen. Aber nee, ich sollte mich hier nicht so ablenken lassen. Ich will immer noch unsere Helden wiederbeleben. Was irgendwie wichtiger ist als komische Klickgeräusche. Och nö. Nö, 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 nö. Ich will nicht mehr spinnen. Platz, kein Platz und er ist überladen. Er ist richtig überladen. Geben wir alles den Toten. Das ist so eine gute Taktik. So, du verbrennst jetzt. Du verblitzdingst jetzt. Und da startet seine Spinne an. Mehrere Spinnen an. Ich habe kein gutes Gefühl. Sind sie noch hinter uns her? Bestimmt. Sind Spinnen, die sind einfach nur bösartig. Da ist eine Krabbe, die wollen wir auch nicht. Hier ist eine Fackelhalterung ohne Fackel. Und ich höre Stein auf Stein. Und was hat es ausgelöst? Ein Gegner. Schön. Haben wir nicht genug von. Wir haben ja nicht hier noch zwei andere Spinnen und Krabbeldinger und wurden gerade vom Ogre überfallen und so. Brauchen wir auch noch ein Legionär. Ich meine, ach ja, genau. Und natürlich auch noch die Rosenkohlköpfe und... Fehlt noch was? Nee, ich glaube nicht. So. Und das Ganze haben wir gemacht für zwei Feuerbomben. Keine weiteren Knöpfe? Nö. Ich will aber keine Feuerbomben. Also doch, natürlich will ich Feuerbomben. Aber ich will Feuerbomben und einen blauen Kristall. Hier haben wir nochmal eins von den neuen Kräutern. Gegen Durchfall. Und hier waren wir bald schon. Da in der Ecke waren wir noch nicht. Und ja, theoretisch könnten wir auch einfach in einen dieser Gänge reingehen. Aber was steht hier? Oh, oh. Ach, nö, 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 nö. Stirb. Stirb. Heiltrank. Heiltrank. Böse Ecke. Ganz böse Ecke. Das heißt, wir müssen jetzt den Ogre nochmal töten. Neue Taktik. Wir töten keinen Ogre. Ja, wir geben einfach auf und verkriechen uns in eine Ecke. Nein, das natürlich nicht. Aber wir gehen jetzt einfach mal in einen von diesen Gängen rein. Also den Rundgang nicht. Dafür brauchen wir Zeit. Aber wir können einfach mal hier reingehen. Die Tür hinter uns zu. Und alles ist gut und gegnerfrei. Jedenfalls keine Oger und was auch immer da noch so im Hauptraum war. Und jetzt gucken wir hier nach einem blauen Stein und erst wenn wir wissen, wo ein blauer Stein ist, dann legen wir uns mit den ganzen Gegnern an. Was haben wir hier? Schnecken. Euch hatten wir ja lange nicht mehr. Also, lang ist, ein bisschen übertrieben, denn so lang geht das Let's Play ja noch gar nicht, aber ein paar Folgen sind schon. So, ihr stirbt auch schön schnell. Das ist super. Können sich andere Gegner mal ein Beispiel dran nehmen. Ihr bringt auch noch Essen. Ist alles toll. So. Ganz viel Essen. Alles eingesackt. Ha, da fällt mir ein, bei Dungeon Master gab es einen Raum. Wenn die Tür wieder zuging, sind da drin die Pilze respawned. Das heißt, so hatte man eine endlose Nahrungsquelle. Wenn man denn den Weg zurück dahin findet, was ich damals nicht gefunden hatte. Aber, ja, man hat theoretisch eine endlose Nahrungsquelle. Vielleicht gibt es hier ja sowas auch. Der Raum sieht mir nämlich gerade danach aus, weil das ist jetzt schon die fünfte oder sechste Schnecke, die wir umbringen. Und da kommen immer mehr. So, genau, du komm auch noch her. Oder der Raum war einfach größer. Ja, oder das. So, Essen.
Mehr Essen, noch mehr Essen, richtig viel Essen. Können wir die Kisten voll machen? So, yummy. Also wir haben jetzt 3 Kisten voller Essen. Gleich eine 4. noch, wenn ich alle mal zusammensammle. Das auch noch zudem, das auch noch. Das ist auch essbar, alles essbar. Ja, wir haben definitiv eine Menge Futter. Also da müssen wir uns jetzt jedenfalls mittelfristig keine Gedanken drum machen. So, keine Knöpfe. Nö. Eine Fackel. Ich höre keinen Steine knirschen, kein Klicken. Also kann die drin bleiben erstmal. Ja, wir haben noch 2 auf Vorrat. So. Keine Schalter. Immer noch keine Schalter. Alles gut. Und da leuchtet was blau, aber es ist kein Teleporter. Kein blauer Stein, sondern ein Teleporter. Auch kein Knirschen, kann auch drin bleiben. Was hat das mit diesen ganzen Seitengängen hier auf sich? Viele Teleporter. Wie sehr lieben wir Teleporter-Rätsel? Tierisch. Na gut. Was steht hier? Maze ist so eine Art Irrgarten und Madness ist eine Geisteskrankheit, also Verrücktheit. Also ein Irrgarten des Irrsinns oder der Verrücktheit. Gehen wir mal den Weg, den man so gehen kann. Hier ist ein Schalter. Hat er irgendwas verändert? Nö, hier kommen wir immer noch nicht weiter. Hier geht's gar nicht weiter. Also wir müssen jetzt ausprobieren, welcher Teleporter was macht. Das wird bestimmt nicht lustig. Okay, fangen wir ganz links an. Diesmal haben wir ein 5x5 Raum. Also 25 Felder, statt wie vorher 3x3. Okay. Der Teleporter teleportiert uns hier hin. Und dreht uns dabei. Okay. Was macht der Teleporter, wenn man direkt reinkommt? Teleportiert uns direkt zum Eingang. Teleportieren uns die Teleporter woanders hin, wenn wir in eine andere Richtung gucken? Nein. Sie bringen uns immer irgendwo hin und richten uns sogar aus in eine bestimmte Richtung. Immer dieselbe, egal aus welcher Richtung wir reingegangen sind. Richtig? Richtig. Na gut, also der bringt uns zu dem Knopf, der bringt uns zum Eingang und der hier... der bringt uns in die Mitte von Teleportern. Welchen Teleporter nehmen wir jetzt als nächstes? Das wird nicht so einfach sein, wie ich mir das gedacht habe. Da muss ich wahrscheinlich doch entweder eine Skizze anfertigen oder hier alles voll Notizen machen. Also wir gehen jetzt mal nach Westen. Das scheint soweit auch geklappt zu haben. Jetzt gehen wir mal nach Norden. Das hat nicht geklappt. Also wieder nach Westen und wir gehen mal nach Süden. Und haben das Rätsel gelöst. Okay. Klick. Das ist schon der zweite Knopf, von dem wir nicht wissen, was er macht. Ist jetzt hier irgendwo ein Weg aufgegangen? Sieht man auch nicht so wirklich gut durch das ganze blaue Gedöns da. Ich würde gerne mal in die untere Ecke. Da geht's zurück. Gucken wir nach Süden. Ja, Süden ist gut. Ein Secret mit einem Geistesspiegel-Amulett. Ein Geistesspiegel. Hui. Der Träger bekommt 25% schnellere Erfahrungspunkte. Also kriegt 25% schneller Erfahrungspunkte. Das ist ein sehr, sehr mächtiges Ding, das wir eigentlich hätten viel früher finden müssen. Und jetzt ist die Frage, wer bekommt das? Also wer ist am wichtigsten? Der Krieger ist wichtig, weil er den ganzen Schaden frisst. Der Dieb genauso. Die Magier sind wichtig, weil sie viel Schaden verursachen. Also ja, alle sind wichtig.
Wir können es einfach mal so machen. Wir gucken, ob irgendeiner hinterherhinkt. Er hat 7 fast voll. Und er ist schon 8 und er ist auch 8. Das heißt, Gorn hängt hinterher. Das heißt, er bekommt es jetzt kurzfristig. So lange, bis er aufgeholt hat. Mit den Magiern. Und dann bekommt er es, bis er aufgeholt hat mit den Magiern. Ja, das ist der Nachteil, wenn man in der ersten Reihe ist. Man stirbt öfters und bekommt nicht alle Erfahrungspunkte mit. Aber gut. Das Teleporter-Rätsel haben wir anscheinend gelöst und es war wesentlich einfacher als gedacht. Und haben nebenbei noch ein Secret abgestaubt. Also ja, doch. Hätte schlimmer sein können. Wir haben zwar immer noch keinen blauen Kristall gefunden, aber wir speichern jetzt trotzdem mal was ab. Denn wir haben etwas geschafft und wurden nicht von einem Oger zerquetscht. Ja, das ist heutzutage schon eine Leistung. Also bis zur nächsten Folge.